gut und herzlich willkommen zum heutigen Mediengespräch vor unserem morgigen DFB-Pokal-Achtelfinalspiel, 35 Kilometer nördlich von hier bei Eintracht Frankfurt, Hessen-Derby also. Somit ist schon fast alles gesagt, von mir aber noch die Info, dass 5.100 Fans, das ist zumindest das offizielle Kontingent, was uns bereitgestellt wurde, nach Frankfurt uns begleiten werden. Karten waren innerhalb von kürzester Zeit vergriffen. Und ja, ansonsten begrüße ich an meiner Seite noch unseren Cheftrainer Thorsten Lieberknecht und an den könnt ihr gerne eure Fragen jetzt stellen. Jan Felber beginnt heute vom Darmstädter Echo. Ja, hallo die Runde, moin. Fangen wir mal ganz kreativ nochmal kurz mit Personal an, bevor wir über Atmosphäre und so weiter reden. Es sind jetzt einige Verletzte, Bader, Kerschula, Pfeiffer ist jetzt auch noch dazugekommen und Seidel haben wir dabei. Ist jetzt noch was Neues dazugekommen seit Sonntag? Ich hoffe nicht. Nee, also Stand jetzt keine mehr. Wir brauchen auch keinen mehr. Aber es gibt auch erfreuliche Nachrichten. Das heißt, Matze Bader hat einen guten Heilungsverlauf. Ich habe jetzt gerade eben mit dem Doc nochmal gesprochen. Der kann ab nächste Woche dann locker anfangen, mal wieder erste Gehversuche zu machen. Also von daher gibt es da auch gute Neuigkeiten, dass die Jungs auch wieder den Weg zurückfinden. Klaus Kasula hatte individuelles Training gemacht diese Woche. Also auch da gibt es so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels, dass wir die bald hier auf dem Platz sehen. Die anderen hast du gerade genannt, Paddy Pfeiffer jetzt neu dazugekommen. Das war der befürchtete Wermutstropfen schon nach dem Spiel in Sandhausen, dass er eben eine Muskelverletzung da sich wohl zugezogen hat. Das hört sich immer im ersten Moment auch ganz massiv an. Habe mit den Ärzten auch noch mal kurz drüber gesprochen. Es gibt natürlich einen Muskelbündelriss, der richtig groß sich anfühlt. In dem Fall ist es schon noch so, dass er dass ein paar Fasern betroffen sind. Trotzdem spricht man vom Muskelbündelriss. Also wir warten jetzt mal ab. Ich glaube, dass wenn wir das gut machen in den ersten Tagen, wenn Paddy sich da auch gut präsentiert und mithilft, hoffen wir, dass es eben nicht bei diesen 6 Wochen bleibt, die befürchtet sind, sondern dass er vielleicht schon früher wieder zurückkehrt. So ist es eben, das ist ein Teil des Geschäfts, es trifft uns schon immer, was das angeht, das muss man schon sagen, aber es ist immer wieder die Chance, eben halt auch für andere Jungs, und wir haben das jetzt gesehen in Sandhausen, immer wieder die Chance, das zu kompensieren, eben sich zu belohnen dann mit guten Auftritten, weil sie im Training sich auch immer so vorbereiten, dass dieser Worst Case eintreten kann. Also von daher gibt es wie immer kein Jammern und kein Trübsal, sondern eher die Herausforderung, die Jungs, die jetzt dann zur Verfügung stehen, so zu pushen und sie so in dem Team zu halten, dass sie wissen, sie sind mehr als nur ein wichtiger Teil einer Mannschaft, sondern sie sind eine treibende Kraft, wenn sie denn dran dürfen. Jetzt habt ihr die ganze Zeit gesagt, wir wollen noch nicht über die Eintracht reden, weil erstmal der Alltag, das täglich Brot, wie auch immer, abgearbeitet wurde. Das ist jetzt abgearbeitet worden mit 2 Siegen, 6-0 Toren. Jetzt müssen wir über die Eintracht reden, logischerweise, und machen es sicherlich auch gerne. Dienstagabend, ausverkaufte Hütte bei einem Bundesligisten, der richtig gut drauf ist. Was erwartet uns denn in sportlicher Hinsicht zunächst mal an diesem Abend? Ja, neben dem Bundesligist eben halt auch eine Mannschaft, die in der Champions League vertreten ist. Also von daher glaube ich, ist die Herausforderung und die Situation, wer denn nun, obwohl das die mit Sicherheit jetzt in Frankfurt gar nicht interessieren wird, die Spieler sowieso nicht, aber es ist Fakt, es gibt eben den haushohen Favoriten und es gibt eben den Underdog, der versucht dort, ein Spiel abzuliefern, was eben dem Ganzen gerecht wird. Es ist ein Derby, es ist elektrisierend für viele Menschen hier in Hessen. Es ist auch für uns elektrisierend. Wir wissen trotzdem allerdings auch, ich habe jetzt gerade mit Jan noch mal kurz drüber gesprochen, Schalke, HSV, weiß jetzt die Zuschauerkapazitäten nicht, wie viel dort reingehen. Aber ich glaube, es geht in Schalke, gehen mehr rein. Also wir haben auch schon vor solchem Publikum gespielt. Wir sind gespannt. Wir haben es auch immer dann verfolgt im Fernsehen, wenn die Eintracht gespielt hat, wie die Stimmung war. Und jetzt sind wir live dabei. Und ich bin gespannt, wie unsere
knapp 6.000 auf offiziellem Weg. Ne? Vielleicht gibt es ja auch da einen inoffiziellen Weg, dass wir noch ein paar mehr dort haben, ich weiß nicht. Wie wir uns dort alle gemeinsam schlagen. Also große Freude herrscht da schon vor mit dem Wissen. Und deswegen ist da dieses, das ist kein gespieltes Kleinhalten mit dem Wissen eben, wer dort der wirklich haushohe Favorit ist und welche Herausforderungen da auf uns zukommt. Aber mal schauen, wie wir die meistern. Dann auch eine Frage von mir. Du bist ja schon lange im Geschäft dabei, also Derby-Erfahrung hast du ja mit Braunschweig, denke ich auch, gegen Mannschaften wie Hannover zum Beispiel auch. Gibt es da was, wo man nochmal die Mannschaft besonders darauf vorbereiten muss, wenn man in so eine auch durchaus aufgehitzte Atmosphäre, die uns morgen Abend wahrscheinlich erwarten wird, wenn man da die Mannschaft begleitet, ist da irgendwas ganz Besonderes nochmal, wo man sagt, das ist dann schon was anderes, als wenn man jetzt, Sandhausen war ja auch ein Derby, aber unter anderen Voraussetzungen wahrscheinlich. Ja, also ich glaube, dass es am wichtigsten ist, dass man seine Sicherheit hat auf dem Platz, dass man da weiß, in welcher Situation braucht man Anker, um eben in seinem Spiel, in seinem Fokus zu bleiben. Und diesen Fokus darfst du eben oder musst du versuchen auszublenden, aber musst dich auch ein bisschen treiben lassen von dem Ganzen. Also deswegen nochmal, ist es eben so, dass wir den Fußball eben lieben und eben halt auch dafür dann spielen. Also lass dich auch treiben von der Atmosphäre, lass dich anheizen, lass dich dementsprechend eben halt auch in eine Verfassung bringen, wo du merkst, okay, die Jungs, das wissen sie, die wissen um einen Derby-Charakter, die wissen eben halt auch um die Situation, wie ihre Gegenspieler heißen. Aber ich glaube auch, nochmal, ich hoffe es zumindest, dass wir einen Spaß entwickeln an diesem Spiel, weil das, glaube ich, spielt eine ganz große Rolle, spielt auch bei der Eintracht eine große Rolle. Ich bin mit Martin Daxl, der Potenzialtrainer von Eintracht Frankfurt, dem habe ich des Öfteren auch mal Kontakt, aber nicht wegen der Eintracht, sondern einfach, weil er einen guten Input immer mal liefert. Und deswegen weiß ich, dass der Spaß eine große Rolle spielt bei der Eintracht. Und wir sprechen viel über die Eintracht und über Olli Glasner, Top-Trainer und auch das Top-Management, was da ist. Aber so ein Martin Daxl im Hintergrund, der macht da schon sehr, sehr viel und tolle Arbeit, um eben halt auch den Prozess der Mannschaft dort zu begleiten. Und manchmal ist er ein guter Ratgeber und bringt mal gute Tipps. Für mich als Trainer, das ist das ganz Wichtigste, nicht für den Club, sondern für mich als Trainer. Und da spielt der Spaß eine große Rolle. Deswegen hoffe ich, dass wir morgen eben halt auch Spaß entwickeln. Wir wechseln zu Peter Sänger vom Hessischen Rundfunk. Ja, schönen guten Tag. Sie haben es kurz angerissen, die Eintracht, die hat jetzt zweimal gegen schwächere Mannschaften gewonnen, gegen gute Mannschaften zweimal unentschieden gespielt. Sie sind eine gute Mannschaft. Wie erwarten Sie die Eintracht und was halten Sie dagegen, jetzt sportlich? Also wir bereiten uns mit allergrößter Sorgfalt auf jeden Gegner vor und haben eben halt auch die Situation, dass wir sagen, okay, wir wissen, dass die Eintracht, wenn sie mal verloren hat, waren das gegen Mannschaften, die mit einer Viererkette gespielt haben. Das ist ein interessanter Hinweis, der uns vielleicht ein bisschen versucht zu helfen. Aber wir versuchen eben, die Jungs bestmöglich auf ihren Gegenspieler vorzubereiten. Die Eintracht hat eine etwas andere Positionierung auf dem Feld als das, was man oft vorfindet. Das ist total spannend. Also es gibt so ein paar Sachen, wo wir einfach mit größter Nüchternheit einfach auch den Gegner dann versuchen zu analysieren und so vorzubereiten. Aber ob das dann morgen dann hilft, ich weiß es nicht. Ich hoffe es. Wir gehen eine Reihe nach vorne zu Niklas Beckmann von Hitradio FFH. Hallo Herr Lieberknecht, Sie haben es schon angesprochen, dieses Spiel elektrisiert viele in Hessen. Wie kriegen Sie das denn bisher mit im Umfeld? Wie sind die Reaktionen? Der Klassiker, Bäckerei, Metzgerei, auf dem Marktplatz wirst du immer angesprochen. Das passiert auch hier in Darmstadt. Wenn ich mal was essen gehe, kommt es auch vor, dass die Leute gemerkt haben, dass da so ein besonderes Spiel stattfindet. Aber, und das ist das Schöne,
Sie honorieren einfach auch unsere Saison bisher und wissen auch, dass aus meiner Sicht, natürlich ist jetzt kein Pfeil, aber die wahre Eintracht kommt dann am Sonntag, aus meiner Sicht mit Eintracht Braunschweig. Aber für viele hier hast du natürlich Eintracht Frankfurt als Derby. Und das merkt man. Und das ist auch gut so. Und das ist auch für mich wichtig, weil einfach da drin eine große Verantwortung liegt. Wir haben unsere Fans und wir wollen versuchen, wirklich für unsere Fans eben halt auch ein Spiel zu generieren, wo wir sagen, okay, wir waren ein ordentlicher Gegner. Ingrid Goldklapp, Heimat, Bild-Zeitung. Hallo Thorsten, du hast gesagt, jeder kennt denn die Gegenspieler. Wer schläft denn schon schlecht, weil er Kolumuani kriegt? Und wie wollt ihr denn den stoppen? Ach Gott, das Ding ist ja, dass es ja viele versuchen, die auf Weltklasse-Niveau spielen. Von daher hoffe ich erstmal, dass die Mädels, die dafür natürlich auch sorgen, dass die Jungs gut schlafen, dass die alle die neugeborenen Babys rechtzeitig dann zum Schlafen bringen, damit sie erstmal da versuchen, zu Hause überhaupt mal in die Struktur reinzukommen, zu schlafen, bevor sie dann über mögliche Gegenspieler denken. Das ist erstmal so ein Thema. Deswegen gehen wir mittlerweile auch ins Hotel, damit sie eigentlich ruhig schlafen können. Irgendjemand muss es versuchen und die Frage ist, wird er überhaupt spielen? So, aber das wissen wir ja alles nicht. Aber du weißt schon, wer es gesagt kriegt oder hast du es ihm noch gar nicht gesagt? Nee, ich glaube, ein Einzelner funktioniert gar nicht mit dem Einzelnen. Ich finde es spannend eben, und das wird man morgen sehen, weil das sind auch dann Erkenntnisse für das, was danach kommt, wie die Eintracht sich auf uns eben halt auch einstellt und was sie vielleicht bei uns halt auch als Gefahr sehen. Das finde ich auch mal spannend morgen. Sehe ich da noch weitere Fragen? Das ist die aktuelle Frage. Das ist aber nicht der Fall. Dann sehen wir manche von euch auf jeden Fall morgen Abend wieder um 20.45 Uhr in Frankfurt, dann Anpfiff live auf Sky und ARD. Bis dahin, tschüss.